Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Samstag ist fast unbemerkt das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Gewerbe- und Wettbewerbsrecht in Kraft getreten. Anbieter von Online-Marktplätzen müssen nun über Rankings und die Vertrauenswürdigkeit von Kundenbewertungen informieren. Das ist ein Schritt zu mehr Transparenz, und das ist auch gut. Aber Transparenz und Information allein reichen nicht. Es braucht klare Regeln für Plattformen, damit Verbraucherinnen auch selbstbestimmt und sicher im Netz sich bewegen können. Die Menschen kaufen zunehmend online ein. Die Corona-Pandemie hat das noch mal befördert, und damit nehmen auch Betrugsfälle zu. Die Zahl der Fake-Shops hat sich gegenüber 2019 versechsfacht. Mit Tricks und Täuschungen werden VerbraucherInnen um ihr Geld gebracht, und ein Drittel der Deutschen gibt an, dass ihre persönlichen Daten schon mal missbräuchlich verwendet wurden. Eine gerade veröffentlichte Studie der Europäischen Kommission zeigt, dass auf 97% der beliebtesten Apps und Websites Dark Patterns eingesetzt werden, die VerbraucherInnen verleiten, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Kein Wunder, dass sich die meisten VerbraucherInnen in der digitalen Welt nicht sicher fühlen. Es gibt also eine Menge zu tun, und das müssen wir angehen. Mit dem Digital Services Act soll ein sicheres und vertrauensvolles Online-Umfeld geschaffen werden. Das stellt uns in Deutschland vor große Herausforderungen, denn mit dem neuen nationalen Digital Services Coordinator müssen wir eine Aufsichtsbehörde schaffen, die nicht nur zwischen Bund, Ländern und EU-Ebene koordinieren soll, sondern das Recht auch durchsetzen muss. Und wie das so läuft, hat Jan Böhmermann am Freitag im ZDF ja deutlich gezeigt. Da steht uns eine gewaltige Aufgabe bevor, und entscheidend ist nicht nur, effiziente Aufsichtsstrukturen mit fachlicher Expertise aufzubauen. Sie müssen auch finanziell so ausgestattet werden, dass gegen illegale Inhalte auch wirksam vorgegangen werden kann. Und das wird in den nächsten Haushaltsberatungen eine Baustelle sein. Die Menschen wollen nicht nur sicher, sondern auch nachhaltig konsumieren. Das ist nicht leicht, wenn Produkte immer kürzere Lebensdauern haben, fest verbaute Akkus nicht austauschbar und Ersatzteile nicht verfügbar sind. So produzieren wir jedes Jahr 57 Millionen Tonnen Elektroschrott weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 350 Kreuzfahrtschiffe des Typs Queen Mary II. Tendenz steigend. Und das belastet den Geldbeutel der VerbraucherInnen, aber vor allen Dingen Klima und Umwelt. Wir müssen daher zu einer echten Kreislaufwirtschaft kommen, mit dem Ziel Cradle to Cradle. Nachhaltigkeit bei Design, das muss der Standard werden. Und mit digitalen Verfahren können wir Ressourcen viel effizienter einsetzen. Es ist ein wichtiger Schritt, dass auf EU-Ebene die Öko-Design-Verordnung erweitert und nun auch die Textilbranche adressiert wird, und dass das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz das Recycling-Label und das Aktionsprogramm Reparieren statt Wegwerfen auf den Weg bringt. Für uns ist klar, Verbraucherschutz ist auch Umweltschutz. Und mit dem Wechsel der Zuständigkeit ins Umweltministerium zeigen wir, wir denken beides zusammen. Die Digitalisierung kann Treiber für Nachhaltigkeitsstrategien sein. Das kommt oft zu kurz. Deshalb muss der digitale Produktpass auch wirklich kommen. Und mit dem Digitaldruck können zum Beispiel Ersatzteile nachproduziert werden, ohne dass sie lange vorgehalten werden müssen. Diese Potenziale für einen ressourcensparenden Konsum müssen wir heben. Mit dem aktuellen Haushalt können wir viele angekündigten Maßnahmen angehen. Es reicht aber nicht, wenn Zuständigkeiten von dem einen Ministerium ins andere wandern, wenn die Stellen nicht mitwandern. Das bleibt eine Baustelle für die nächsten Beratungen. Vielen Dank.